Hallo und herzlich willkommen, wir sind wieder zurück im Factorio. Nach langer Zeit zeigt wieder mal die gesamte Clique, der Andi, der Scorpio und auch der Cross Phoenix. Nix, den Mario haben wir in den Wind geschossen. Ja, den haben wir um die Ecke gebracht. Der Cross Phoenix, der war jetzt nur, der Cross Phoenix war schon da. Hier, der Mahim, verdammt, halt, Fresse, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Der Admiral Scorpio war jetzt eine Weile nicht mehr da, der muss jetzt erstmal überchecken, was sich eigentlich alles geändert hat. Aber ich glaube, das kriegt er auch alleine schnell hin, oder? Ja. Gut, und ich muss mal die Mauer reparieren. Ich muss ja mal rausfinden, wo meine Rüstung ist. Ist das die gute, die ich habe? Ja, das ist sie. Naja, egal. Gut. Also, wir müssen erstmal alle wieder rumchecken, was hier los ist. Ich sehe, dass der Frachtzug der... Ah, genau. Dieser Zug hier war ja für die Kohlen zuständig, die der Kohlen runter zur Raffinerie bringen sollte. Oder? Es war doch Kohle. Eisen. Achso, doch so Eisen. Na, da habe ich eine Idee, wo wir was abzapfen können. Da haben wir hier tonnenweise. Was musste ich eigentlich noch machen? Was war bei mir eigentlich der nächste Auftrag? So lange her. Wo ist ich jetzt gerade herstelle? Auch nicht schlecht. Da fällt mir gerade ein. Ja, stimmt, genau. Jetzt erinnere ich mich. Ich habe bei dem Zug den Auftrag gegeben, dass er sich von seiner Position momentan nicht wegfahren soll, weil er erstmal alles Eisen, was wir hier auf Lager haben, erstmal verbaut sein sollte, damit endlich mal die Kisten wieder ordentlich nicht verladen werden können. Damit hat sich jetzt auch der Rückstau da in der Fabrik selber aufgebaut. Ist zwar bescheuert, aber wir haben sowieso einen solchen Überschuss an Eisen, dass es nicht mehr feierlich ist. Naja, und unsere letzten Eisenmeiner. Unglaublich, wir haben dieses Feld irgendwie fast vollständig aufgebraucht hier unten. Ich finde das heftig. Also, jetzt sagen wir, was war jetzt überhaupt bei uns der Plan? Ich glaube, ein Punkt war, dass wir auf der Map dieses eine feindliche Lager, was quasi direkt bei uns ist, erstmal platt machen wollten. Das letzte Mal, wo wir hier waren. Oder? Das war einer der Punkte, glaube ich. Das war einer der Punkte. Der andere Punkt war, glaube ich, dass wir auf dem Öl, auf unserem großen Ölfeld unten die Fabrizion endlich in Betrieb nehmen und dann das Uranerzfeld weiter unten gelegen in Betrieb nehmen. Stimmt. Und ich musste noch den Bahnhof am Ölfeld umbauen. Da der Zug, der das Uranerz transportiert, ja direkt auf derselben Hauptstrecke entlang fahren sollte. Oder sollte ich vielleicht auch doch wieder ein eigenes Gleis einbauen. Ja, das ist so kompliziert. Naja, egal. Ich sehe mir das erstmal da unten an. Stimmt, Mauern hatte ich genug dabei. Und Eisen und sowas hatte ich auch dabei. Und was ist mit meinen Drohnen? Habe ich Drohnen? Ich weiß gar nicht, habe ich ein paar Drohnen eigentlich noch da? Ja, ich habe noch 5, alles klar. Bis nachher, Jungs. Wir werden schon wieder angegriffen. Ja, darum müssen wir uns in die nächste Zeit unbedingt kümmern. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Verteidigung besser wird und auch, dass wir uns auch mal ein bisschen mehr... Dass wir endlich mal ein bisschen mehr die Viecher ausmerzen. Wir müssen allgemein auch unsere gesamte Basis neu auflegen. Die ist zu klein. Warum ich woanders hin siedle. Da, wo die gerade angegriffen haben, habe ich bereits Lasertürme umgestellt. Du willst also umsiedeln. Aber ja, gesagt gehabt. Für die ganzen Generatoren, weil ich brauche mehr Platz.
Schon, aber dann musstest du halt deine Defense auch selber erweitern. Oder nicht? Das ist das kleinste Problem. Von mir. Die können nur von einer Seite kommen und es wird dann so stark beschützt, dass es immer fertig wird. Naja. Wenn das so ginge, dann wäre es ja super eigentlich. Dann müssten wir das Lager vorerst nicht verlassen, sondern könnten einfach den Bauplatz, den du für dein, wo du deine Produktion hast, könnten wir dann einfach aufbrüsten. So. Die Waggons sind alle voll. Alles voll mit Schwefelsäure. Heftig. Ja, lecker. Und nun? Oh. Deswegen ist die schon zweiter Gang und fehlt die Kronflaschen. Du, sieh mal, du musst mal... ach, verdammt, ich hab schon wieder gesagt. Dark Phoenix! Du, ja. Kannst du mal den Zug guck zum Ölfeld nehmen und sich mal dann auf den Weg... Weg machen, irgendwas voran. Zerstört. Ah ja, das sind gerade nur ein paar. Und die Gelegenheit, ja. Dann bei Gelegenheit vielleicht mal zum Uranerzfeld runterzukommen. Entweder kommst du mit dem Zug oder du kommst mit deinem Panzer. Das wäre mit dem Panzer wäre es mir sogar fast lieber. Mhm. Oh, komm ich dann vielleicht mal vorbei. Boah, ich freue mich schon drauf, wenn wir unsere Waffentests machen. Ja, ich schaue, dass ich so schnell wie möglich das weitermache. Ich habe jetzt gerade einen Scherzbot, nämlich die Raketenfeuerrate. Er ist nicht weitergegangen, weil die grauen Flaschen gefehlt haben. Oh weh. Graue Flaschenleergang oder was? Hm. Oh ja. Wir brauchen jemanden mit Flammenwerfer oder irgendwas. Am besten sogar Flammenwerfer. Ich glaube nämlich, da wird... Flammenwerfer habe ich nicht. So viel irgendjemand von uns hatte doch einen Flammenwerfer gehabt früher. Ja. Wieso einfach nicht mit dem Panzer einfach hinfahren? Ganz einfach, weil die Brandrodung durch beim Flammenwerfer einfach deutlich schneller geht, weil da wir müssen einfach den gesamten Wald da wegholzen. Ja, mit dem Flammenwerfer vom Panzer geht es genauso. Ja, aber das Feuer vom Panzer breitet sich nicht selbstständig aus. Aber du kannst auch mit dem Panzer einfach quer durchheizen, der kriegt keinen Schaden mehr. Kannst du natürlich auch machen, wenn dir das lieber ist. Niemals brauchen wir das. Niemals müssen wir diesen Wald loswerden. Wir werden dann genau an der Stelle, wo der Wald ist. Das ist nämlich das Uranerzfeld. Das größte Uranerzfeld, was wir hier in der Gegend haben. Und wir brauchen es. Ich mache jetzt gerade nur einen Vorschlag, deswegen. Da ich gerade eher zur Verfügung stehe, ich gerade meine eigenen Sachen gerade um. Ah, fuck, schon wieder leer. Ja. Dagegen sage ich ja auch nichts. Geschwindigkeitsmodul eigentlich gebaut. Was ich gerade machen. Ist auch nicht automatisiert, weil ich es irgendwie nicht gescheit hinkriege, dass die schnell genug arbeiten. Ey, ich weiß nicht mehr, warum ich ein Geschwindigkeitsmodul gebaut habe damals. Für irgendeine Maschine, aber ich weiß nicht mehr welche. Gut. Oh, Panzer! Panzer hat seinen Panzer draußen stehen lassen. Simon. Nee, meiner ist, glaube ich, zerstört worden das letzte Mal. Schau mal raus, das letzte Besitz war dein Name drauf. Vielleicht hast du ihn einfach nur vergessen. Ah, schon wieder die gleiche Stelle wird angegriffen. Wo? Oh! Surprise! Andi! Was geht? Im Norden der Basis. Ich komme mit dem Zug nach, am Ende des Gleises musst du suchen, da musst du direkt ein Wald davor sein. Und da, den darfst du komplett abholzen. Ah, könnte es sein, dass mich der Bone rausgescheucht hat, weil ich, wenn wir uns dann verabschieden mussten? Ich kann mir so. Möglich? Rausgescheucht? Wie meinst du? Das ist ein Panzer, dass ich nicht die Panzer beenden durfte. Stimmt, weil wir ja... What the fuck, was war das jetzt gerade? Wieso wurde es so schlagartig jetzt auf einmal? Warum ist es so komisch hell? Oh, Night Vision. Stimmt. Ach stimmt, die Night Vision. Ha, verdammt, habe ich ja vergessen, habe ich auch in meinem Anzug drin. So, leg los, Andi. Halt dem Arbeit ordentlich ein. Nein. Nur irgendwas stimmt hier nicht. Einfach keine Munition mehr, kein Öl. Das Uranfeld siehst du ganz easy, ist direkt vor dir. Holy shit! Nur pass auf, da kommen 100 pro ein paar Viecher. Zerstöre 10.000 Bäume mit Feuer. Leute, ich habe Errungenschaft bekommen dafür. Wer hat eine Errungenschaft dafür gekriegt? Ich. Du hast doch gar nichts gemacht. Du warst doch gar nicht. Hab ich ja eine Errungenschaft dafür bekommen. Obwohl du es gar nicht warst. Ja. Andi, leg los, da vorne, der Wald muss weg.
Hier vorne! Ich sollte sich eher um die Verteidigung kümmern, ich wurde gerade angegriffen. Du meinst innerhalb der Basis? Nein, ziemlich nah in der Nähe der Basis. Das ist jetzt, es gehört zur Basis dazu, das ist jetzt das, wo dann meine... schön weiter noch. Produziert werden. Ja, er kann ja gleich kommen, er ist ja gleich hier unten fertig. Ich muss ja nur noch die Bahn, ich brauch jetzt nur noch ein bisschen Platz, damit die Bahnlinie passt. Pass auf, hier sind aber jede Menge Keine Sorge, da, solange ich keine Industrie hier aufbaue, kann hier noch nichts, wird hier nichts passieren. Reicht der Platz? Ja, oder der reicht mehr? Locker, der reicht wunderbar. Jetzt werde ich den Zug einfahren und dann einen Bahnhof aufrichten. Ah, halt, halt, stopp! Steh geblieben! Fuck, falsche Taste, ey! Halt die Klappe! So. Wieso sollte ich denn? Weil du manchmal einfach stupid bist. So. In Ordnung. Das sollte vom Platz her eigentlich reichen. Oh, ein Geschützturm wurde beschädigt von uns. Ich muss jetzt nur noch die eine Überlegung machen. Entweder baue ich jetzt tatsächlich so, dass die Züge auf einem Gleis hier durchfahren, damit ich keine zweite Strecke bauen kann, oder ich baue einfach direkt neben dreien einfach ein Doppelgleis. Was wäre wohl effektiver? Ach, wie geil. Das haben sie ja richtig geil gemacht jetzt. Was ist denn? Du klickst nur einmal auf, zum Beispiel bei den Tunnel, schnelle unterirdische Fließband zum Beispiel, und das Upgrade ist vom gelben auf den roten. So, du hast ja so machen müssen, du musst es ja beide austauschen. Du drückst nur einmal kurz auf den einen unterirdischen, irgendeinen von den beiden, und wird automatisch beide gleichzeitig ausgetauscht. Oh, das ist praktisch, das ist gut. Hab ich gerade festgestellt. Praktische Sache. Hey, sag mal, was würdet ihr sagen? Sag mal, was wäre eure Meinung? Soll ich vielleicht doch zweigleisig bauen, damit ihr vom Uranfelderz, vom Aran-Erzfeld aus? Oder glaubt ihr, einergleisig würde reichen? Ich höre mich da raus. War einfach zweigleisig sicher. Sicher ist sicher, klar. Zweigleisig bedeutet halt, dass die Züge sich gegenseitig nicht in die Quere kommen werden. Wo wurdest du angegriffen? Könnte sich ausgehen. Oben direkt bei dem Ding, wo jetzt meine ganzen Montagemaschinen gehen. Fuck it, wir testen mal, ob sich so ausgeht. Dann machen wir es aber anders. Dann werden wir die Gleisaufbau sogar noch etwas umdrehen. Ja, da war genau der Angriff. So. Dann wird jetzt noch ein bisschen umgeleitet. So. So, okay. Nun zu dir, Keule. Halt, du dampfst mal auf zu deinem Bahnhof. Ach ja, das wird jetzt. Ja. Wenn das Gleis hier unten fertig ist, kommst du dann hier einfach hier runter zurück. Ich brauch noch mehr Mauern. 4 Stück habe ich noch mit. Ich brauch mehr als 4. Ja, Mauern ist hier bei mir komplette Kiste voll. Ich werde gleich mal upgraden auf einer Eisenkiste. Danach zu Stahl. Wollten wir gleich hier 2 Stahlkisten, aber direkt 3. So. 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 So gefällt mir das schon besser. Kein Wunder, dass du angegriffen wurdest. Weil du hier ja ein Nesthaufen da hast. Ah ja, das sehe ich auch aus. Okay. Na, geil, so ich glaube, wir müssen deutlich mehr. Wir sollten jetzt öfters Erkundungstouren machen. Wäre eine Idee. Wenn die uns so sehr auf die Pelle rücken, machen wir doch eher Sorgen, dass unsere Basis irgendwann nochmal komplett überrannt wird. Ja. Wenn wir nicht aufpassen. So. Okay, damit ist immer der Zugang hinten vorne versiegelt. Hegel, die Bahnlinien sind durch die Mauern abgeschlossen. Ich baue jetzt mal nicht mehr Mauern. Mehr Eingänge. Ich glaube, es reicht jetzt aber, dass die Züge hier durchkommen. Wo war ich noch einmal die Eisenkiste? Was meine ich? Du musst mal kurz auf die rechte Seite heute unserer Basis gehen. Ganz am Rand, da müsste so eine komische Ausbeulung sein.
Ja, die kleine Ausbeulung, wo so circa mittig der Basis ist, oder? Ja, auf der rechten Seite. Und da kannst du mal gucken. Da hast du mehr als... Ah, gut. Okay. Da schwimmen wir in Eisen. So, jetzt nochmal. Da kannst du ein Eisenbad nehmen. Ja, ich habe gerade alles aus dem Eisen raus. Das ist ja nicht nur die eine Kiste, das sind ja Dutzende. Ja, die wir alle gerade mal Panzer entleert. Weißt du, hast alle Kisten leer gemacht? Ich brauche so viel Eisen nur für die scheißbewegenden Generatoren und alles. Umso besser. Endlich mal die anderen Anlagen wieder in Betrieb. Wir haben ja ungefähr die Hälfte unserer Produktion. Sondern den Eisenschmelzen sind ja nicht mehr benutzt worden wegen diesen Scheißteilen. Ja, ich werde jetzt langsam einen Generator nach dem anderen aus dem Betrieb nehmen. Alter, ich finde das hier gerade so gefährlich, Andi, guck mal, Alex. Nee, doch, hier. Ach, verdammt, ich kriege echt durcheinander langsam. Haben wir Scorpio, du musst dir echt mal runtergucken und abchecken, wie es bei mir hier unten aussieht, von den ganzen Viechern her. Wo ich hier eigentlich in der Mitte drin sitze. So, ich tue jetzt gerade die Generatoren außer Betrieb nehmen. Im Moment kann es mir egal, mir kann es egal sein. So, im Moment, das heißt für mich nämlich, denn meine momentanen Bauten brauchen ja keinen Strom, Ich bin ja momentan nur dabei, alle Gleise zu verlegen. Der Strom ist schon bei 28 Megawatt. Ich lasse jetzt gerade meine Tanks leer laufen. Ich habe nämlich die extra Dampftanks mir dort hingestellt gehabt für absolute Notfall. Sag mal, brauchst du eigentlich irgendwelche Versorgungen, irgendwelche Rohstoffe, die man dir liefern muss? Brennstoff bräuchte ich dann. Aber das will ich ja erst nacheinander machen. Erstmal da gute Reihenfolge machen, wo man perfekt hinkommt und optisch auch gut aussieht. Weil das Ding soll für ewig bleiben. Du willst ihn immer nur weiter ausweiten, oder? Ja, dass ich schön erweitern kann immer alles. So. Boah, und ich will jetzt die Strecke mal ein bisschen schöner gestalten. Je gerade sie verlegt ist, umso schneller können die Züge nämlich langheizen. Dafür mir die ganze Anlage wieder umbauen. Die Alarmanlage. Das wäre schon Spaß. Naja, aber dann hören wir sie wenigstens nicht mehr. Da muss ich ein paar von dem abreißen. Da noch zwei. Ich mag es nicht, wenn er so lacht. Ich habe immer so ein gutes Gefühl, wenn er das macht. Ich bin so. Ja, oh fuck, wie spät war es, als wir angefangen haben? Scheiße, ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaube so gegen heute. Du bist gut, danke. Fuck, was machen wir jetzt schon wieder? Ich habe schon wieder keine Ahnung, wie die Zeit ist. Ich schätze mal. Die Aufnahme, die du hast. Ja, kann ich machen, dafür muss ich aber raustappen. Ja, das ist eigentlich nicht Phoenix. Ja. Schau mal, ob die Verteidigung für dich passt. Ja, vor 19 Minuten, alles klar. Wir sind noch gut und wir sind noch in der Zeit. Okay. So, wo haben wir über Panzer geparkt? Ach, da ist er. 19 Minuten. Da muss man jetzt nur noch kurz die Uhr passen wieder einstellen. Dann halt die Klappe, Andi. Die rede ich nicht. Ha! Wir hatten den Eisenzug auf manuell gestellt. Ich? Das war mit Absicht. Ja, jetzt ist er wieder auf automatisch. Ich wollte nicht, dass er auf automatisch ist, weil ich wollte erstmal, dass die gesamten Kisten, die sich noch in der Firma, die noch in der Basis waren, endlich mal leergeräumt werden. Ist ja so ziemlich leer, schaust du mal an. Ja, da war ja, ist ziemlich leer gewesen. Komplett leer, meinte ich wirklich. Alter, diese eine Kiste hatte noch 50 drin, die kannst du wohl drauf scheißen. Mehr war dann immer. Ja, gut. Ich sag schon nichts mehr. Hm.
Ich schätze mal, allen anderen, die jetzt gerade zuschauen, die jetzt bei der Folge Episode zuschauen werden, wird mega langweilig sein, weil sie nur mich sehen, wie ich Gleise verlege. Bei mir passiert auch nicht viel Spannendes. Hm? Bei mir passiert auch nicht gerade viel Spannendes. In der Regel passiert eigentlich überhaupt nicht viel Spannendes in diesem Game. Sofern wir nicht gerade gegen Elliot fighten. Und Phoenix, hast du schon deine Verteidigung angeguckt? Ja, bin ich gerade hier oben, also schaue ich jetzt mal. Ja, passt. So, ich habe gerade mit. Doch nicht, sorry. Hm? Ich habe gedacht, es gibt einen toten Winkel. Hab mich verschaut. Gibt keinen toten Winkel. Bei Andi ist sowas nicht mit, sowas untersagt. Tote Winkel sind bei Andi untersagt. Wisst ihr, ich hatte mal einen Rückstau an Motoren. Und der Rückstau von Motoren ist jetzt tot? So ziemlich, der hält nur noch da oben ein bisschen was aus. Tja. Aber ich muss eine zweite Fertigungsanlage für Motoren machen. So ziemlich. Beste Stelle wäre hier. Alarm, Kernschmelze? Oh, er testet gerade seine Alarmanlage. Ich finde es gerade irgendwie lustig, dass das dass hier unten gerade der. Dass hier unten, da unten die obere Mauer nicht angezeigt wird. An dem Feld. An dem Uranerzfeld. Ich habe eigentlich eine Mauer hingebaut, aber die wird nicht angezeigt. Halt voll lol. Voll lol. Wir spielen kein LOL. Lass mich lol! Ich darf so viel rumlollen, wie ich will. Ich will trotzdem kein LOL. Hier wird das Lollen untersagt. Es ist absolut verboten, Lollen zu erwähnen. Ich brauche eine Zughaltestelle. Disco. Hey, ja, echt! Disco, Pogo, Dingelingeling. Oder was? Na? Stroboskop. Oh. Ach, ach so. Die ganzen Lampen haben gerade Disco gemacht. Warte mal, ich habe einen blau, roten, einen schwarzen, einen gelben. Grün, stimmt hier, grün. Hier werden die Bahnhöfe grün gezeigt wegen dem Uranerz. Ich find's zwar krank, dass er gemacht hat, aber ich bin echt, weil ich wollte es halt so. Ich habe mindestens zwei Reihen tragbare Solarpaneelen. So, das hier ist Uranerz. Uranerz. Moment, das ist die Bahnlinie, die das Uranerz liefert später. Das heißt, das wird Bahnhof 1 sein, ja. Das ist Haltestelle 1. Gleis 1. Uranerz 2 ist der Uranerz 2 ist der Bahnsteig, wo der Zug anhält, der das Zeug, der die Rohstoffe dafür liefert. Für den Abbau. Alter, ich mach's mir echt zu kompliziert, aber auf die Art hätte ich wenigstens einen Überblick. So, und jetzt werde ich dem einen Zug, fehlen, der oben steht, dass es noch dass er jetzt mal zu Uranerz 1 fährt. Ja, geil. Uranerz 2 natürlich, ich schnapp mal einfach Nase. Das war mal meine Anlage. Wie zur Hölle wurdest du von einem mittelgroßen Spieler getötet? Er wird gerade angegriffen oder was? Ja, ich habe keine Verteidigung dort. Fuck! Hui! Auf geht's! Der Panzer steht dort, aber ich bin ja mal zu meinem Panzer gekommen. Mehr. So eine Scheiße. Ich komme so schnell ich kann. Ja, ah, sehr gut. Ich habe ihn komplett vernichtet, Scott. Ich kann nichts mehr dagegen machen. Mein Zug für den mein Zug vom Uran als vom Ölraffinerie. Jetzt gibt's hier Ärger. Ab zurück zum Ölfeld. Abmarsch, Junge.
Ich bin so froh, dass ich dass ich die Züge in zwei Richtungen verlassen kann. Das ist eine tolle Geschichte. Hä? Ey, Jungs, sag mal, wo ist denn da eigentlich der... Ach stimmt, der kommt ja gar nicht, der fehlt ja noch. Dann kommt mal meine zweite Mitfahrgelegenheit. Der Bahnhof von, der Zug von Devil Cry fährt zurück, kommt zurück. Also ich hätte mir vielleicht doch einen anderen Namen aussuchen sollen. Irgendwie klingt das doch bescheuert. Vorsicht auf dem zweiten Gleis. Achso, jetzt seid gar nicht da. Ah, das war also die Sache. Jetzt kapier ich es erst. Das war also Scorpis Idee. Scorpis Bauordnung. Ich habe mich immer gefragt, was diese komische Betonfeld da machen sein sollte. Okay, interessant. Und ab dafür. Whee! Wie viel kann ich da noch drin haben? Haben wir irgendeine Dauerproduktionsstätte für Drohnen? Nö. Dann sowas haben wir noch nicht eingeführt. Verdammt. Möchten wir eine von euch noch eine MK2 Batterie haben? Ich habe schon eine MK2 Batterie und ich weiß ja nicht mal und die ist noch nicht mal voll aufgeladen. Ich habe mindestens 5 Stück in meiner Dring drin. Mir hat eine gereicht. Ich finde es komisch, dass ich den Alarm gar nicht höre. So, jetzt komme ich mal rüber. Was ist denn da los? What the matter? Hi, Andy. Oh fuck, jetzt höre ich den Alarm. Ich überlege gerade, ob ich noch einen zweiten Laser als Hobby. Was ist los? Oho, hat der wirklich ganz schöne Schäden hier gebaut. Naja. Na, ich wusste, die Stromversorgung ist Spaktrum. Was hast du erwartet, nachdem du den Betrieb mehr oder weniger komplett eingestellt hast? Und ich bin auf Minimalbetrieb momentan. So, ich bin mal so frei. Habt ihr mal ein Tor gebaut? Oh. Ein Phoenix hat es jetzt gereicht. Der hat jetzt die Faxen dicke, oder wie? Vendetta! Wenn die so! Ich spare mir meine Wut noch auf, bis wir was Spezielles da haben. Du meinst zufälligerweise. Rückzug! Ja! Ich wollte den Waffentest durchführen, also. Muss ich da gucken. Was geht? Ach, übrigens, du kannst auch über die Karte gucken. Ich tue ja über die Karte gucken, wenn du mal genau hinguckst. Hab ich nicht gesehen. Also wie gesagt, wir sind auf dem Minimalbetrieb. Ich kann nicht mehr Leistung momentan geben. Naja. Ja. Hör mal zurück auf den Kessel. Naja, also so wie es aussieht, sind wir eigentlich noch recht gut im Betrieb. Die Energie für Reserven reichen. Die Notstromreserven, die sind leer. Ach so. Wir sind auf 28,7 Megawatt. Mehr produziert momentan nicht. Aber ansonsten ist aber die Anlage läuft dann ansonsten eigentlich noch. Ja, aber sehr viele haben sich abgeschaltet. Ja. Die laufen nur langsamer. Ja, oh ja, jetzt laufen wir ein. Jetzt ist eindeutig der Energiemangel. Jetzt sieht man den Energiemangel. Viele der Maschinerien hier arbeiten langsamer als vorher. Insbesondere die da direkt in der Nähe sind. Die nahe liegen. Die Kohleprodukte zum Beispiel fast down. Ja. Ich bleib derweil bei den
Ich darf das Camp nicht verlassen. Ich darf die Basis nicht verlassen. Warum? Die hat sogar, weil die Geschütztürme keinen Strom mehr haben. Ja, ja klar, ich bin jetzt auf Minimalbetrieb. Die Geschütztürme am Haupteingang vorne haben keinen Saft mehr. Oder warte mal, sind die überhaupt im Strombereich? Ach nee, die sind nicht mal im Einflussbereich. Wer hat denn da gepfuscht? Haben wir keinen Flugrobotergestell zum Bauen? Scheiße. Was braucht man denn dafür eigentlich? Ich glaube, ich habe das Nest vernichtet, was dich angegriffen hat, Scorpio. Ja, hoffe ich, dass ich jetzt meine Ruhe habe. Warte, hat es überlebt. Elektromotoren und Batterien brauche ich. Was zur Hölle hat er überlebt? Okay, tot. Hey, wenn du gerade dabei bist, weiter im Süden ist auch noch eine Basis ziemlich in der Nähe. Wenn wir gerade dabei sind. Wie sieht eigentlich die Verschmutzung aus? Ach du Scheiße, ey. Tut mir leid, ich muss erstmal back zur Basis, ich muss nachtanken. Ist echt kein Wunder, dass die Viecher so aktiv bei uns geworden sind. Was mir am meisten Besorgen bereitet, wenn ich mir das so gerade ansehe, wenn der Scorpio seine Energie Erweiterung auf dem Wasser erreicht hat, werden diese Riesenlager, die sich auf der anderen Uferseite befinden, erst aktiv. Bisher hat die Umweltverschmutzung sie kaum erreicht, deswegen sind sie auch nur minimal aktiv gewesen. Aber dann werden die richtig krank loslegen. Und dann mache ich mir am meisten Sorgen um die Wasserversorgung beim Ölfeld. Danke. Macht man meinen Roboter automatisch. Ich weiß. Und das war's. Also. Ich schätze mal, okay. Wir sollten vielleicht mal die Mauer mal wirklich im großen Stil erweitern. Wenn er fragt, wie ich das meine mit großer Erweiterung, sondern dass wir eine Mauer ziehen, die tatsächlich vom Ölfeld aus um die Basis rumgeht. Dafür das alles zu unserem Einflussbereich machen. Und nicht nur einzelne Bereiche. Die Bahnlinien bleiben und dann haben wir zumindest das Baum, haben wir zumindest das Baufeld. Scorpio. An deiner Stelle würde ich sich den Panzer hineinstellen. Der, was draußen steht, gehört mir. Ja, meine bei mir. Vorsicht, Vorsicht, Zug einfährt. Zug fährt ein. Zug einfährt. So, wir wollen das jetzt wieder. Wie konnte ich das wieder planen? Aber ich muss sagen, die Verteidigungslaser, die sind relativ stark. Sag mal, habt ihr gerade Zeit? Dann machen wir nämlich jetzt einen Cut wieder rein, denn es ist wahrscheinlich schon wieder Zeit um. Wir haben schon sogar wieder überzogen. Moment, ich betanke noch meinen Panzer. Oder machen wir einfach einen normalen Cut jetzt halt einfach so. Was soll ich lieber? Wir können jetzt einfach einen ganz schnick normalen Cut machen. Ja. Dann machen wir das so. So, dann würde ich sagen, wir hören uns... Das ist mal... What the fuck, Werbung? Ja. Und mit diesem Nuklearalarm verabschiede ich mich von uns. Euch, wer auch immer zuschaut, haut. Und ist mir auch vollkommen scheißegal. Denn ich mache das nur für mein Eigenvergnügen. Ob ihr es zuschauen wollt oder nicht, ist mir vollkommen Wumpe. Aber egal. Geil, man hört sich. Bis dann und die Scheiße aus! Ciao. Andy Scorpio.